Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Wir machen ein großes Update. Falls ihr uns nicht permanent bei Instagram verfolgt, dann habt ihr ein paar Wissenslücken, die wir auffüllen wollen, denn wir können das nicht alles staffeln mit einem Video oder mit mehreren Videos zu den einzelnen Fahrzeugen, zu dem, was passiert ist. Nach und nach wird es das kommen, also ihr werdet auch einen Vorausblick bekommen, aber auch so ein Stück weit, was die letzten Wochen passiert ist. Also es geht um Nummer 1 Weltmeisterschaft, verschiedene Motoren, die neu gemacht wurden bei den Autos, um Neuzugänge bei den Autos, natürlich auch um Fahrzeuge, die uns verlassen. Es geht um aktuelle Motorräder, um Projekte etc. pp. Und da fangen wir damit an. Letztes Wochenende waren wir bei den Classic Days. Da waren wir mit unserem T1, wir waren mit dem 190 SL und waren da auch noch im Fotostudio bei Nuke, also bei zwei Mann. Das ist auch sehr, sehr geil. T1 Pritsche. Der hat einen neuen Motor bekommen, der andere war ja durch ein paar Fehler, Montagefehler, hat er sich selber zerstört, also ein neuer Motor ist drin. Bin allerdings noch nicht ganz so glücklich, also auch da bleibt es eine Baustelle. Leider, also da hat uns der Lars geholfen, aber wir müssen da halt trotzdem nochmal nachbessern, also da stimmt noch einiges nicht mit der Lenkung, mit der Schaltung, da hat sich einiges verschlimmbessert. Er fährt aber erstmal wieder, er fährt auch richtig gut. Wir haben jetzt einen normalen 1600er 50 PS Motor drin. Das hat auf jeden Fall funktioniert und somit sind wir damit erstmal weiter vorne. Wir haben vorne den Sitz abgepolstert, das heißt, das Teil fährt wieder. Ihr seht auch hier, da schaffe ich morgen noch Getränke weg. Da wird die ganze Pritsche voll gemacht. Dann ist das ein Neuzugang, was nicht wirklich relevant ist. Das ist unsere oder meine E-Klasse, die ist privat und das Teil hat jetzt am Wochenende direkt einen Reifenplatzer gehabt auf der Autobahn mit Anhänger und 190 SL hinten dran, meine Freunde. Und das ist nicht feierlich. Also das ist auch richtiger Brettschiss. Da sind jetzt immer noch die ganzen Sachen von den Classic Days drin, die wir noch ausräumen müssen. Aber das ist richtiger Scheiß. Also das ärgert mich auch. Darf eigentlich nicht passieren. Das dazu. Wohnmobil ist von innen aufbereitet, wieder richtig geil. Das Klo ist immer noch voll geschissen, nur mal so. Aber wandert demnächst zum Alex und dann machen wir da irgendwann mal was mit dem Fahrwerk. Nummer 1 Weltmeisterschaft machen wir gleich, wenn wir am Preis vorbeilaufen. Dann gucken wir erstmal in die Werkstatt, denn da warten die nächsten Neuzugänge. Cressida haben wir übrigens rausgestellt, der steht jetzt da mit zwischendrin. Wir haben halt absolut keinen Platz, ey. Das ist richtig, richtig grausam. Den haben wir jetzt erstmal rausgestellt. Ich hoffe, im Winter kommt er wieder rein. Irgendwann brauchen wir da mal ein Fahrwerk. Käfer Cabrio. Grüß dich, Svenny. Versteckt er sich. Das ist Neuzugang. Das werdet ihr auch sehen. Da werden wir ein extra Video machen, wie wir uns darum kümmern, weil ich euch da auch mal zeigen möchte oder versuchen will, zu zeigen, was wir alles machen, warum wir das machen und halt tatsächlich auch, wie viel Zeit es dann kostet. Dazu also in einem extra Video mehr. Das kriegt einen großen Service, das sind jetzt alles hier Mopeds aus dem Verkauf, die A11, die werdet ihr auch noch mal extra kennenlernen. Das ist unsere weiße Göttin, da tue ich mich tatsächlich noch ein bisschen schwer, aber die wird jetzt verkauft werden. Also ich hatte eigentlich vor, die einzutauschen gegen ein Auto, das hat nicht geklappt und dementsprechend wird sie jetzt wahrscheinlich gehen. Ich denke, hier vorne ist erstmal im Groben alles durch. Dann gehen wir weiter. Dann muss ich jetzt hier nochmal kurz überlegen. Hier hat sich nicht ganz so viel getan, bis auf ein paar Highlights an Motorrädern. Aber die seht ihr dann definitiv auch im Channel. Und das ist natürlich auch noch was ganz Besonderes. Unser erster Platz bei der Weltmeisterschaft in Berlin. Und Leute, glaubt mir, das war krank. Also für mich war es das ganze Stadion, also das ganze Olympiastadion gefüllt. Das waren drei Abteile, aber boah, war das krank. Also wirklich, wie die Leute da abgefeiert haben. Ich habe mit dem Johannes von Holly Hall Schnickknack Schnuck gespielt, weil er meinte, das passt nicht, dass da SL weiterkommt. Und ich habe tatsächlich, obwohl er Schnickknack Schnuck Weltmeister ist, übertrieben gesagt, ihn abgezogen mit meiner Schere. Boah, das war krank. Das war wirklich, wirklich krank. Also bin ich echt immer noch sehr on fire und sehr dankbar. Das hat richtig gerockt mit unserem 190 SL. Das ganze Ding findet jetzt einen Abschluss durch das Fotostudio bei Nuke. Also was ich vorhin mit der T1 Britsche schon gesagt habe. Da gibt es auch nochmal richtig geile Bilder. Da wird es auch richtig geile Poster. Alter, was ist denn jetzt los? Also ihr merkt schon, Feierabends angesagt. Da wird es auf jeden Fall richtig gute Poster geben.
in der Hohlraumkehle vom 190 SL. Und wir blenden euch ein paar Fotos ein, aber das wird, also das ist fernab von irgendeiner Realität. Also das Auto ist nun mal richtig geil. Das habt ihr entschieden. Waren auch andere geile Autos dabei. Ich freue mich darüber sehr. Und ja, das möchte ich auch nicht vergessen. Also wie das dort abging, halt's mal. Das war richtig krass. Also das ist ein Highlight, das vor 2 Wochen passiert. Letztes Wochenende Classic Days. Und jetzt gehen wir mal nach hinten. Ah ja, da gibt es auf jeden Fall noch ein neues Auto. Den gab es auch in Berlin geschenkt. Witzigerweise lag der nur ein paar hundert Meter vom Olympiastadion entfernt und wurde im Januar gefunden und sollte erst den Jungs von Hollyhall geschenkt werden, aber die haben uns das vermittelt, also haben wir den geschenkt bekommen. Was wir damit machen, wissen wir auch noch nicht. Aber der steht erstmal, wie er steht, und da steht er auch nicht schlecht. Der Karmann hat auch einen neuen Motor bekommen. Auch da hat uns wieder der Lars geholfen, allerdings ist das auch noch nicht fertig, das Projekt, denn der Auspuff passt nicht. Ihr seht das vielleicht, wie tief der Auspuff hängt. Also klar, ja, Auto ist tief, ohne Frage, aber das ist halt absoluter Abfuck für mich. Also deshalb fahre ich das Auto auch gerade nicht, weil mich das echt nervt. Die Rohre kommen normalerweise hier oben raus. Der Endschalldämpfer ist viel tiefer. Laut den ganzen Teilelisten sind die Auspüffe immer gleich, die Endschalldämpfer immer Käfer, Karmann immer gleich, aber trotzdem hängt dieser Auspuff zu tief und ich habe da nicht so viel Lust drauf. So, dann gibt es hier noch ein neues Auto, was für einen Verkauf gedacht ist. Ein Ford Model A Roadster Deluxe. Richtig geil, also auch hier mit Schwiegermuttersitz. Und das Teil lässt sich so geil fahren und ist von 1930, also fast 100 Jahre alt. Richtig krass. Kommt auch in einem Extra-Video, auch da haben wir uns was Geiles einfallen lassen. Ich denke, das kommt auch ganz gut, das nur schon mal vorab erwähnt. Also das Teil, ja, würde uns auch gut stehen, sehe ich auch so. Vor allem auch dann noch ein bisschen umgebaut, aber man kann nicht alles haben. Ja, jetzt sind hier noch ein paar Motorräder. Wir haben hier ein bisschen Platz, weil gerade ein paar Autos draußen stehen, aber wir haben eigentlich keinen Platz, weil ich brauche nur einen Porsche hier reinstellen, dann ist das dicht. Dann haben wir immer noch einen SL, der irgendwo hin muss. Das Käfer Cabrio ist zwar auch für einen Verkauf, der Karmann steht draußen, T1 steht draußen. 4 Autos, die hier rein müssen. Es passt nur eins rein. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Also auch, dass wir ausnahmsweise mal ein paar mehr Autos haben, fällt mir gerade auf die Füße. Also halt das Cabrio und das andere Cabrio. Ist eigentlich auch geil. Schöner Vergleich. Das eine ist von 1969 und das hier ist von 1930. Ist auch geil. Das heißt, hier wird eventuell noch eine 4-Säulen-Hebebühne hinkommen. Und ich weiß nicht, ob ihr draußen meine Blumen gesehen habt. Guckt ihr mal meine schönen Blumen an. Ich habe gedacht, ich verfeinere hier die Optik noch. Also wir haben jetzt hier 5 Blumenkästen noch verteilt um die Halle herum. Finde, das ist ganz schön. Also das lockert das Bild immer weiter auf mit dem ganzen Schrott zusammen. Unseren Bus, das ist auch noch Porsche, falls es da auch noch welche nicht gesehen haben, der ist jetzt auch einigermaßen schön geworden. Und der Bus ist noch nicht ganz fertig, aber das ist schon mal ganz geil. Das hat der Dominik gemacht. Wir können mal seine Instagram-Seite mit einblenden. Also das ist schon ein richtig geiles Kunstwerk, aber noch nicht fertig. Also es wird noch geiler. Das ist eigentlich, vor allem die Frontscheibe will er noch machen. Ich hoffe, dass er da irgendwie noch dazu kommt. Auch mit einem SL drauf verewigt. Also das ist schon eine krasse Nummer. Und alleine, wir hatten den Bus teilweise vorher schwarz gesprüht, damit, also hier seht ihr ja oben auch Dach. Alleine diese Veränderung, also das hat mich schon geärgert, dass wir so dumm waren und es nicht einfach gemacht haben. Ein schwarzer Bus, weil das ist so geil. Der war halt die ganze Zeit grün und sah kacke aus. Jetzt ist er farbig und sieht cool aus. Ein paar Emaille-Schilder sind hier noch rangekommen. Für alle die das gar nicht mitbekommen haben. Hier noch eine kleine Pappfigur. Ja, und hier ist ansonsten halt unser Außenlager, verschiedene Fahrzeuge. Wir haben noch eine Indien-Sammlung übernommen. Das ist jetzt hier eine Scout. Hier hinten liegt noch eine Big Chief. Also da sind auch noch einige Apparate im Kommen. Und auch für euch noch ein paar geile Videos, aber ja,
Ne? Man muss ja auch irgendwo mit dem Arsch an der Wand kommen und glaubt mir, das ist gerade echt nicht so geil und es gibt jede Menge zu tun. Wir kommen mit der Arbeit nicht hinterher. Und also wir bräuchten auf jeden Fall noch ein, zwei Mann in der Werkstatt mehr. Aber hätte wäre, wenn. Guck mal, wie schön der Porsche ist. Oh, ist das ein schönes Auto. Das ist schon geil. Das ist immer so meine Feierabendrunde. Mit dem nochmal eine halbe Stunde. Wusch. Das ist übrigens auch eine Indien. Auch eine Scout. Auch ein schönes Fahrgestell. Gibt es den Rest auch noch. Ist eigentlich auch richtig geil, muss ich auch sagen. Die wieder zusammengesteckt. Ist ähnlich wie unser Bodenfund. Zündapp K600 erwartet euch auch dem nächsten Video. Da sind wir jetzt einfach dran vorbeigelaufen. Ist auch egal, denn wir haben schon genug gebabbelt. Also, ihr seht, es ist relativ viel passiert. Die zwei Luftis haben neue Motoren bekommen. Der Porsche übrigens geht auch jetzt bald los. Da ist es nur noch nicht ganz klar, wer uns hilft bei der Montage. Also wir haben einen guten Bekannten und dann Ra und Rostig, die sich auch drum kümmern würden. Und da muss man das jetzt noch ein bisschen abstimmen, auch von der Zeit her. Das heißt aber auch, dass das Auto irgendwann mal wieder ein Auto wird. Was haben wir noch? Cressida ist immer noch ein großes Fragezeichen tatsächlich. Das tut mir auch echt leid. Schade ums Auto. Geile Mopeds. Hier außen ist schön viel passiert. Sieht alles gut aus. Habt ihr auch bei unserem Edelquiggy, glaube ich, auch gesehen. Also da haben wir es euch ja auch schon gut gezeigt. Da haben wir euch auch das gezeigt, fällt mir gerade ein. Ihr seid informiert. Und damit entlassen wir euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und dann natürlich könnt ihr uns gerne bei Instagram folgen. Da seid ihr meistens up to date. Also auch das, was an neuen Fahrzeugen reinkommt und was so alles passiert. So, jetzt reicht's aber. Wir sehen uns beim nächsten geilen Video. Ihr seid up to date und dann würde ich sagen, schönen Tag noch. Ciao.